Wer dachte, dass Nvidia nach der RTX 2080 und 2070 in der Oberklasse keine weiteren Karten mehr bringt, der könnte sich geirrt haben. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video eures Lieblings-Montis. Verdammter Threadripper, was eine anstrengende Woche. Zum einen ist diese Woche ja CES-Messe in Las Vegas und da gibt's ja doch schon genug News. Aber nicht nur das, das Review zur RTX 2060 muss ja auch noch produziert werden. Und morgen gibt's dann wohl noch Neuigkeiten bezüglich AMD bzw. der neuen Ryzens. Und dann auch noch verdammte interessante News außerhalb der CES. Wie soll denn das alles bitte noch stimmen? Tja. Ich natürlich. Also keine Müdigkeit vortäuschen, hier ist das News-Video zu Nvidias neuen Grafikkarten. Bitte was? Ja, ihr habt keine Wärmeleitpaste in den Ohren, die neuen Nvidia-Grafikkarten. Und ich bin jetzt mal so frech und behaupte, dass diese auch definitiv kommen werden. Denn ob Gerüchtestatus oder nicht, so viel Erfahrung hat der alte Mann im Monitor dann doch, um zu wissen, welche Gerüchte wahr sind und welche nicht. Und weiterhin gibt es als Unterstützung ja auch noch meine Glaskugel. So, alle, die genervt sind von viel sinnlosen Gelaber, haben jetzt endlich abgeschaltet. Also können wir jetzt tatsächlich mit dem Hauptteil beginnen. Nämlich den waschechten Infos zu Nvidia GeForce GTX 1180. Ja, ihr hört richtig, GTX 1180 und nein, der alte Mann ist nicht verwirrt. Denn dass Nvidia zur 20er Grafikkartenreihe hier noch eine 11er hinterher schiebt, dazu gab es ja nun schon mehrere Gerüchte, um demnach natürlich auch Videos von mir. Hier ging es ja unter anderem um die GTX 1180 und 1150. Besonders die 1150 ergibt natürlich Sinn, da bei dieser Karte zusätzliche RTX-Fähigkeiten eh so sinnvoll sind, wie eine Schönheitsoperation für meine Abonnenten. Und offensichtlich hat Nvidia neben der RTX 20er Serie vor, noch die 11er Serie auf den Markt zu bringen, die dann halt Grafikkarten ohne Tensor und RT-Kern beinhalten wird. Und auch in diesem Video muss ich meine hellseherischen Fähigkeiten mal wieder hervorheben und loben. Denn auch hier wieder glaskugelfrei war ich mir doch ziemlich sicher, dass es nicht bei einer GTX 1160 und 1150 bleiben wird. Denn die hohen Preise, besonders der 2070 und 2080 hier und natürlich auch der 2080 Ti, sind nicht nur mir böse aufgestoßen. Und auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen, das Ganze hat sicherlich wenig damit zu tun, dass Nvidia die Käufer nur ausnehmen will. Sondern eher damit, dass die GPUs auf den besagten Grafikkarten hier eine enorme physische Größe haben. Größer als alles, was bisher in der jeweiligen Klasse zu haben war. Und das teuerste an so einer Grafikkarte ist halt die GPU. Und wenn diese kleiner ausfallen kann, so kann die Karte natürlich auch deutlich günstiger werden. Und um auf diese Idee zu kommen, bedarf es natürlich keines IQs jenseits der Kernzahlen aktueller Prozessoren. Aber das so umzusetzen, ist trotzdem ziemlich ungewöhnlich und hat es eigentlich meines Wissens nach noch nie gegeben. Also dürfen wir uns ziemlich sicher auf günstige Alternativen zur GTX... Also dürfen wir uns ziemlich sicher auf günstige Alternativen zur RTX 2080 und 2070 freuen, die dann lediglich ihrer Tensor- und RT-Kerne beraubt sind und dadurch dann nun ein oder vielleicht sogar zwei Kleidergrößen reduzieren können. Und dass eine etwaige GTX 1180 ansonsten wirklich genauso schnell ist wie eine 2080 hier, dazu gibt es nun erste Benchmarks des GFX Bench. Sicher jetzt nicht gerade die Referenz in Sachen Benchmark, aber hier interessieren jetzt auch weniger die Ergebnisse als die Möglichkeit, dass es sich hier wirklich um eine GTX 1180 handelt. Aber nicht nur das, es wurde ja auch spekuliert, dass es sich bei den 11er Karten um einen Pascal Refresh handeln könnte. Also eine Aufhübschung der letzten 10er Generation wie diese hier. Gut möglich, aber beim GFX Bench wird die 1180 als RTX 2080 erkannt. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn es bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass hier ein Turing-Chip am Arbeiten ist. Also die gleiche Generation wie auf der RTX-Karte. Du gibst auch nicht auf, oder? Aua! Okay, so ganz egal sind die Ergebnisse natürlich auch nicht. Denn diese zeigen weiterhin ziemlich gut, dass es sich hier um einen sonst vollwertigen Turing-Chip handelt. Denn auch wenn die GTX 1180 Ergebnisse unter OpenGL und Linux entstanden sind, sind die Onscreen-Werte des Windows-Tests der RTX 2080 nahezu identisch. Ein verdammt gutes Zeichen. Denn seien wir mal ehrlich, ja, die Raytracing-Effekte in Battlefield 5 sind wirklich schick, aber viele sind nicht bereit, dafür jetzt so viel Geld extra hinzulegen. Und wenn eine mögliche GTX 1180 dann nur um die 600 Euro statt 849 Euro kostet, ist die Wahl für viele User halt ziemlich einfach.
Noch dazu, weil die Grundleistung ja identisch ist. Ja klar, niemand bürgt dafür, dass es sich hier jetzt wirklich um eine GTX 1080 handelt. Nicht mal meine Glaskugel. Ja, die traut sich nach einigen Patzern ja eh nicht mehr was zu sagen. Aber die Infos zur 11er-Reihe, die häufen sich immens. Und das ist ein starkes Indiz für den Wahrheitsgehalt. Noch dazu ist auch Nvidia bewusst, dass die RTX-Karten bis auf die 2060 natürlich sauteuer sind. Und auch Nvidia weiß natürlich, wer AMD ist. Also muss einfach was Günstigeres her. Und das wird auch kommen. Nein, nicht du! Selbstverständlich wird das Ganze nicht bei einer GTX 1160 und 1180 bleiben. Ganz, ganz sicher wird natürlich auch eine GTX 1170 kommen. Und das ist so sicher, wie dass Spielkonsolen sich nicht fortpflanzen können. Oder vielleicht doch? Fraglich ist aber nun natürlich, ob es auch eine GTX 1180 Ti geben wird. Ganz schwere Frage, die ich ja ehrlich gesagt gar nicht mal beantworten kann. Los, jetzt trau dich wieder. Los, sag was dazu. Feigling. Wie ihr seht und hört, wir wissen es einfach nicht. Es ist gut möglich, aber ich wäre jetzt auch nicht verwundert, wenn es keine GTX 1080 Ti geben wird. Ziemlich sicher ist aber, dass die 11er Generation kommen wird und soweit die Gerüchte es bisher bestätigen, werden diese auch genauso leistungsfähig sein wie ihre RTX-Brüder hier. Und trotzdem günstiger. Und das ist doch mal ein fairer Deal. Und nun kommen wir zum Kommentar des Tages. Stopp, zurück, ich war doch noch gar nicht fertig. Denn wann sollen denn die ersten 11er Karten überhaupt im Laden stehen? Wie es aussieht, wird das gar nicht mehr allzu lange dauern. Man darf daher sicher schon, ja, ich würde mal sagen, im ersten Quartal 2019 damit rechnen. Viel früher wohl eher nicht, denn dann hätte ja Mr. Lederjacke aka Mr. Huang von Nvidia auf der CES ja schon was vorgestellt. Aber hier gab es nur die RTX 2060. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Kommentar des Tages. Und der heutige Kommentar kommt von einem sehr, sehr bekannten und großen YouTuber namens Tyrion Dragon. Und dieser YouTuber hat bereits unglaubliche 0 Abonnenten. Wie du immer so tust, als ob deine paar 10 bis 15 Minuten Videos in der Woche krasse Arbeit wären und du kaum Freizeit hättest. So lächerlich. So Videos macht man in 30 bis 60 Minuten. Ganz ehrlich. Na, wenn sich der Tyrion da mal nicht irrt. Klar ist, dass dir meine Videos natürlich nicht gefallen müssen. Kein Problem und einfach zu Bibi rüberschalten. Aber ganz ehrlich, so ein Kommentar kann nur von jemandem kommen, der bisher wohl ein Schnittprogramm nur vom Hörensagen erkennt. Jeder, und zwar wirklich jeder halbwegs vernünftige YouTuber, wird dir nämlich das Gegenteil bestätigen. Und ich übertreibe nicht um eine einzige Minute, wenn ich dir sage, dass dieses Video hier zum Beispiel von der ersten Recherche bis, dass es bereit für die Veröffentlichung ist, ganze 5 Stunden Arbeit veranschlagt hat. Zum einen muss man natürlich ein bisschen recherchieren. Ja, manchmal habe ich natürlich auch Glück und ich muss gar nicht viel suchen. Aber ja, die News heute zum Beispiel, ja, allzu weit verbreitet ist das Thema ja noch nicht. Und da ich nicht komplett frei spreche, wie ihr ja hoffentlich wisst, wird nun auch das Skript noch geschrieben. Das übrigens mindestens auch noch eine ganze Stunde benötigt. Denn gerade bei technischen Videos ist ein komplett frei eingesprochenes Video ja eigentlich quasi unmöglich. Zumindest unmöglich vernünftig rüberzubringen. Beziehungsweise ohne Skript wäre die Arbeit noch deutlich mehr, da man halt Massen an Outtakes produzieren würde und der Schnitt viel aufwendiger wäre. Also wird es sogar noch länger dauern. Ja, und dann, da muss man natürlich auch noch drehen. Mindestens 20 bis 30 Minuten Material kommt dann dabei raus. Soll heißen, ja, mindestens so lange sitzt der alte Mann ja auch vor der Kamera. Ja, und zu guter Letzt muss irgendjemand das Ganze ja auch noch zu diesem wunderbaren Video hier zusammenfügen. Und wie man selbst mit minus 20 Dioptrien merken dürfte, gibt es in meinen Videos ja relativ viele Schnitte. Ob man das jetzt gut findet, ist ja erstmal egal. Trotzdem sind 1 bis 2 Stunden Schnittarbeit für so ein Video hier nötig. Und glaub mir, ich bin schnell in Sachen Schnitt, da man nach über 500 Videos, glaube ich, schon so eine gewisse Routine hat. Okay, das Video ist nun fertig. Das Thumbnail muss auch noch erstellt werden. Je nach Thema kann das mal nur 5 oder auch 30 Minuten dauern. Okay, wir sind bereit zum Upload. Titel, Text, Umfragen etc. Alles muss noch bei YouTube hinzugefügt werden und das braucht seine Zeit. So, und jetzt kommt Mr. Tyrion Dragon dran und zeigt mir, wie er das alles in 30 bis 60 Minuten hinbekommt. Wenn du das wirklich schaffst, dann bin ich sogar bereit, dich persönlich in meinen montischen Hallen zu begrüßen, damit du mir das auch persönlich zeigen kannst. Und ich bin ganz sicher, dass du es nicht mal in der 4- oder 5-fachen Zeit hinbekommst. Jedenfalls nicht in dieser Qualität und natürlich Art und Weise. Aber auch wenn der Kommentar von Tyrion nicht gerade der freundlichste war, verstehe ich ihn sogar ein ganz klein wenig. Denn ja, so ein 10-Minuten-Video, wo ich ja nur dumm rumsitze und GTX 1070 Ti verprügle,
Das sieht tatsächlich recht simpel aus, keine Frage. Daher wollte ich auch einfach mal klarstellen, wie aufwendig sowas überhaupt ist. Und das hier ist nur eine ganz normale Newsfolge. Ein Review-Video dauert mindestens an die 20 bis 30 Stunden. Ja klar, das geht auch schneller, aber glaubt mir, das wollt ihr dann nicht sehen. Oh, nachdem ich das endlich losgeworden bin, fühle ich mich doch gleich viel entspannter. Daher ab zur Umfrage des letzten Videos. Dort ging es ja darum, dass Nvidia-Grafikkarten bald auch kompatibel zu FreeSync-Monitoren sein werden. Daher fragte ich euch mal ganz frech, nutzt du FreeSync? Ich bin überrascht, fast die Hälfte von euch nutzt gar keine Sync-Technik. Wisst ihr eigentlich, was euch da entgeht? Nicht nur fehlendes Tearing, sondern auch geringer Input-Lag und das Beste, ein deutlich smootheres Bild. Da fühlen sich dann nämlich 40 FPS schnell wie 60 an. Wenn ihr also einen entsprechenden Monitor habt, probiert's aus. So, weiter im Balken. 21% nutzen es und sind auch bestens zufrieden damit. Euch mag ich. Nein, die anderen mag ich natürlich auch. 16% freuen sich wie ein kleiner Monty auf dem baldigen Nvidia-Treiber und nutzen dann ihre Nvidia-Karte für FreeSync. 12% G-Sync, das ist wenig, aber eigentlich auch nicht verwunderlich bei den enormen Aufpreisen. Aber ich muss sagen, dass ich meinen UAD-Monitor hier hinter den Karten von Acer mit G-Sync voll gelohnt hat und ich möchte G-Sync nicht mehr missen. Nur 59 Zuschauer sind mit FreeSync nicht zufrieden. Aber warum denn eigentlich? Ja, natürlich, G-Sync ist technisch ein bisschen besser, nutzt aber am Ende nur eine höhere FPS-Spreizung. Wenn ihr aber im entsprechenden FPS-Bereich für FreeSync seid, gibt es quasi gar keinen Unterschied. Da bringt euch dann auch G-Sync nicht viel. Wobei es ja bald auch ein neues G-Sync gibt. Da sieht es dann natürlich eventuell ein bisschen anders aus. Aber bis so ein Monitor in meinen heiligen Hallen hier steht, wird noch ganz viel Wärmeleitpaste den Threadripper hinunterfließen. Noch 321 Abonnenten, bis der Messias kommt. Ja Leute, bald gibt's hier eine riesengroße Party. Die 50.000 Abonnenten stehen kurz bevor. Ob der Messias dann allerdings kommt, das weiß ich nicht wirklich. Aber helft mir doch einfach, damit es ein bisschen schneller geht. Falls also noch nicht getan, einfach den Abo-Button ein bisschen kuscheln und das war's schon. Dann gibt's nämlich auch bald das Abo-Spezial. Natürlich freue ich mich auch über reichlich Likes und Spenden über den Spenden-Button oder per Tippi oder Patreon. Und wie immer, ein Spender wird auch in einem Video gedankt. So, wer glaubt, dass nach diesem Video jetzt Ruhe ist, der irrt. Es geht nämlich sofort weiter, wobei dauert ja nur 30 Minuten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Weißt was? Ich gebe auf.